Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind noch einmal bei Awaiting your Star orders. Trek Chronicles. Diesmal More als power to the Klingone. Ich habe mir da ein kleineres Ding Engines. We are Klingons. ausgesucht. Wie üblich, wir fangen an mit der Forschung und ich glaube, ich habe hier Mining Writer. Da würde ich gern mal die Reinforcements are ersten coming. sechs Dilithium-Dinger bauen. Hier ist unser Mond, den wir abernten Papa. werden. Und wir bauen uns gleich einen weiteren Beginning Mining Trawler, construction. nur um We ihn have a auch new zu ship haben. for the fleet. So, ich habe wieder Jäger ausgeschaltet gelassen. Reinforcements are coming. Wir haben hier irgendwo, da ist unser Ready to Konstruktionsschiff. build. Den können wir hier auch mal We have a irgendwo new ship beiseite for the fleet. stellen. That way. So, New Ship for the Fleet. We have a new Und ship for the Setting, genau. fleet. Ich wollte gerade was über das Setting We have a new erzählen. ship for the fleet. We have a new ship for the Wo fleet. ist er denn? Let Fällt mal us was neues serve. Schiff? Ach, da We have a hinten. new ship for the Da ist fleet. unser neuer Mining We Freighter. are Klingons. Hier ist ein 6. Reinforcements are coming. So. Da. Da wollen wir hin. We have a new ship for the fleet. Zack. Get this tug Ah, so, der moving. ist noch gar nicht. We have created a new weapon. Noch nicht We lang have a genug new jetzt. ship for the fleet. Im Leben, lang genug We am have a new Leben. ship for the Damit fleet. er auf Warp gehen kann. Boom. Da sind wir. Oh, da oben. Let us get to Komm work. hier, da ist er. So, ja, wir parken hier perfekt. Oh, Leute, guckt euch das an. We have a new ship Das ist for the perfekt, fleet. aber es ist perfekt That genug, way. würde ich sagen. So. Zack, hier oben ist irgendwo das Ready Ding to hier. build. Du hast sechs Stück. Und We have a da. new ship Hier hast for du the deinen fleet. finalen Punkt erreicht. So. Die erste Forschung haben wir durch. Ich bin immer noch nicht, ich habe immer noch nichts zum We Setting have a new erzählt, ne? ship for the Das ist fleet. auch schwierig Show me gerade. where. Gibt's zu. Excellent. Oh, die I am Klingonen ready. starten ordentlich mal rein. Push, pull. Die starten richtig flott hier raus, ne? Haben das schon We alle? have a new ship for the fleet. Das hier, ja, ich We are Klingons. Nicht schlecht. So, Excellent. Setting. Wir haben hier einen klingonischen Outpost. Wir haben hier drüben den We have a new Verbündeten-Outpost, ship for the den fleet. Föderations-Outpost. Da können wir auch alles sehen, weil das unsere Verbündeten sind. Wir, die haben auch gleich zwei Miner. Und fange an, irgendwas zu bauen. Und auf der anderen Seite des Sektors, hier hinten, haben wir einen Cardassianer und einen Dominion-Außenposten. Und das Ganze findet im Orbit von, okay, dem Planeten erkennt man jetzt nicht so gut. Das hier ist Bajor. Hier das mal kurz ein bisschen. Das hier, der große Planet, ist Bajor. So, was sagt unser klingonisches Let us Schiff get to hier? work. Alle sechs da? Alle sechs da. Euer Fall. We are Klingons. Ptak, I am ready. Weshpu, ready to build. Sehr gut. Agrak, So, jetzt können wir wieder Ptak. zurück hier runter und unser We Konstruktionsschiff are auswählen Klingons. und mal so eine Shipyard bauen. Oh, wir We haben do not have enough resources. Let us Not get to enough work. resources, ja. Wäre ja ganz cool, wenn die Klingonen ihre Mining-Ships auch genauso schnell wieder aufnehmen könnten. Ah, da ist er. So, wo bauen wir sie hin? Hier vorne? Ja, hier vorne. Das guckt mir leider in die falsche Richtung. Genau. Oder? Müssen wir so? Ich glaube, die Pfeile da zeigen an, in welche Richtung das Schiff dann die Werft verlassen wird. We have created a new So. weapon. Sie zu drehen. Und bauen. Beginning construction. Gut. So. Oh, wir sind schon wieder durch. Nächste Forschung. Was erforschen wir jetzt? Quack und Caron Class Heavy Cruisers. Haben wir schon? Nukedusch, Sensor Ping. Aber die können wir nicht bauen. Die zu erforschen ist immer so ein bisschen blöd, weil wir können sie gar nicht bauen. Jäger gibt es nämlich nicht. So, aber. Uff. Weiß ich jetzt nicht, wie man das ausspricht. Kefort und Sukiyaki-Schiffe können wir schon mal hier entwickeln. Sehr gut. Vielleicht machen wir es einfach nebenbei. Kefort, komm, wir sind Klingonen. Mehr Offensive. Sukiyaki sind, glaube ich, Enter-Schiffe. Da nehmen wir mehr Defense, damit wir länger überleben. Ja. Gucken wir mal. Hier wird ja schon gebaut. Die da drüben haben auch ihre erste Shipyard schon fertig und bauen gerade die zweite Shipyard.
Achso, wir spielen natürlich nicht mehr auf einfach, ne? So wie im letzten Spiel. Wir haben jetzt mal Standard und gucken mal, wie die KI sich auf Standard verhält. Mal gucken, ob sie wieder versucht, zu Fuß quer durch den Sektor zu fliegen. Wenn ja, kann man die KI wunderbar auslöschen, während sie zur Hälfte zwischen A und B steckt, weil die braucht ja immer ein Weilchen, bis sie wieder zurück ist. Was bist du hier eigentlich? Sammelobjekt? Nein, ich will einen Sammelpunkt haben und ich will eigentlich auch, dass dieser Punkt mal genutzt wird, muss ich sagen. So, Heavy Cruiser Chassis. Okay, da haben wir jetzt erstmal nichts zu tun. Wir warten darauf, dass das Ding hier fertig wird und dann können wir ein paar gute alte Bird of Prey bauen, glaube ich, ne? Kuf irgendwas? Successor of the Katinga Class. High Maneuver, not very effective against small ships. Support Cruiser. Enlarged Vessel with more powerful weapons. Das ist schon mal ganz gut. Tokiak, ja. Assault Vessel, der uns. Wo steht denn? Bravest Close Quarter Warriors in the Empire. Ich glaube, das ist echt der, mit dem man dann anfangen kann, gegnerische Schiffe zu übernehmen. Deswegen haben die auch plus 300 Warriors. Also Crew Complement oben, zweite Zeile. Der zweite Eintrag ist 150 plus 300. Egal, ich hätte gern so ein paar Bird of Prey Style Ships. Weil das ist echt. Bird of Prey Style Ships, das ist klingonisch, würde ich sagen. So. Okay. Brauchen wir noch einen Antrag? Ich glaube, ich finde ja diese Repair Ships tatsächlich ziemlich wichtig. Von daher würde ich sagen, wir bauen uns nochmal so ein Repair Ship. Können wir die tarnen? Nein, kann man nicht. Okay. Die Romulaner können fast alles tarnen. Die Klingonen sind tarntechnisch nicht ganz so auf dem Stand. Was hat unsere Föderation denn schon? Zwei Define-Klassen. Eine Antares-Klasse, das war ein Repair-Ship. Da kommt gerade eine Norway-Klasse raus. Ulala. Okay, dieses Modell hier sieht ein bisschen. Jetzt sieht er den Detailgrad, aber es wirkt relativ detailarm auf die Entfernung. Bauen sie denn noch? Gerade nichts mehr weiter. Drei Schiffe. Naja, für den Anfang mag das reichen. So. Haben wir das Schiff fertig? Hier ist es nicht. Hier unten steht es. Irgendwie funktioniert der Sammelpunkt nicht so ganz, habe ich das Gefühl. So. Forschung. Aha. Capital Size Ships, Torpedo Turret und Enhanced Targeting, würde ich sagen. So, wir haben eine Factlier oder Verglaseklasse, Kron und Kvek. Komm, das sind beides offensive Schiffe. Dann machen wir die Verglase defensiv. Und die Kuf. Komm, die machen wir offensiv. Wir sind schließlich Klingonen hier. Es geht um Offensive. So, dann bauen wir uns als nächstes eine Verglaseklasse, würde ich sagen. Können wir schon hier. Ja, wir können schon die Heavy Ship hier halt bauen. Sehr gut. Die wollen wir da drüber aufstellen. Also würde ich jedenfalls gerne. Okay, da oben bitte hin. Bring dich mal auf Höhe. So, jetzt machen wir es genauso wie den anderen auch. Bitte einmal umdrehen. Ja, eiere mal richtig runter. Genau. So, und drei Disruptor Turrets können auch nicht schaden. Wenn wir die gleich mal mitnehmen hier. So. Ah, da einmal dazwischen bitte. Mal hier oben drüber. Und einmal unten drunter. So, Disruptor Turret. Station Construction bauen, has begun. Bauen, bauen. Gut. Und eine weitere Bewegung mehr nötig. Deswegen könnte das einfach sein. So, was kriegen wir noch als Schiffe? Watcher, Nekvar und die Nekvar-Klasse. So, das sind die neun Schiffe, die wir in diesem Spiel haben werden. Ford-Klasse, okay. Gut. Jetzt wird hier gerade unsere Feklar, glaube ich, entwickelt. Genau. Und wir bauen uns hier noch eine. Wir können jetzt auch mal so ein Ding bauen. Ich glaube, Sukiyaki ist relativ wichtig, weil wir auch erobern wollen. Also. Erobern im Sinne von, wir nehmen feindliche Schiffe ein. So, wir haben jetzt minus 20 Sekunden. Das heißt, wir haben ziemlich genau 10 Minuten Friedenszeit gehabt. Das heißt, in 10 Sekunden kann hier der Krieg ausbrechen. Okay, sie haben alle drei Antares gebaut. Ich glaube, man darf nur drei. Was ist das da? 1, 2, 3, 4 Defined-Klassen.
zwei Norway-Klassen. Da wird gerade eine Saber-Klasse gebaut und hier ist noch eine Defiant gerade fertig. Oh, guckt euch das an. Hier läuft gerade eine Defiant aus dem Dock raus. Ja, die haben keine USS davor. Doch, doch, haben sie, ne? Defiant, ach, sie ist noch nicht fertig. Hat sie keinen Namen. Valiant at Merman. Die Defiant hat auch schon keinen Namen mehr. Canopus USS Norway. Na gut. Okay. Also, er schickt schon Sonden raus. Ja, sehr gut. Guter Mann. Guter Mann, guter Mann. Wir wollen auch mal ein paar Sonden rausschicken, glaube ich. Wir brauchen mal 4 Stück davon. So, unsere Schlacht Heavy Shipyard ist fertig. Das heißt, wir können so ein paar Watcher-Klassen bauen und eine Nekvar-Klasse. Was haben die denn? Können wir das? Reinforcements are coming. Gut. Gut, 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 gut. So, hier werden gerade ein paar Stationen gebaut. Sehr gut. Der ist auch schon fertig. Klingenden Outpost hatten wir. The Lithium Miner Update. Können wir gleich mitmachen. We have a new ship for the fleet. So, die Nekvar. Pulse Cannon. How convert is to enable powering of heavy pulse cannons. Boah, warum nicht, ne? A new battle station is complete. Ja, die beiden nehmen wir auch mal mit. Wir wollen immer schön nebenbei forschen. Und die Nekvar kriegt Offensive, die Watcher kriegt Offensive und die K'tochvar kriegt Defensive Abilities. Das wird gleich eine Menge Geld kosten. Da ist der erste Disruptor Turret fertig. Schön, wo sind eigentlich unsere Schiffe? Boah, die Klingonen sind auch so dunkel. You honor my house. Da sieht man echt wenig. Aber die hier können sich tarnen. Ah. We have a new ship for the fleet. Dann tarnen wir die doch gleich mal hier. So, was bist du? Du bist ein Destroyer. Den nehmen wir auch noch mit hier. We have created a new weapon. Bam, 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 bam. We have created a new weapon. Wie viel haben wir hier eigentlich noch drin? 32 und 32 und da hinten ist auch noch mal ein bisschen was. Boah, da ist eine Menge Geld drin. Das geht schon. Aber gleich sind wir pleite, weil nämlich gleich unsere Watcher hier fertig ist und dann werden wir 3200 verlieren für unsere Nekvar. Oder aber die Forschung ist vorher durch, dann werden wir hier eine Menge Geld in den ganzen Rest verlieren. Aber das macht nichts. Deshalb spielen wir dieses Spiel ja. Wir wollen ja vorwärts kommen. Komm, wir bauen direkt erstmal nochmal eine Ford. Ich mag diese Bird of Prey Structure in diesem Schiffe. Die sind super. Finde ich. So. Ja, die Disruptor Station ist auch schon fertig. Die wird jetzt gebaut. Ja, die wird gebaut. Das heißt, wir können mal zwei Torpedo Turrets mit raushauen. So. Auf der Höhe hier so dazwischen. Wo ist der andere? Achso, not enough resources, okay. Beginning construction. Der kann, hier ist unser Watcher-Kreuzer. Yay. Bring us about. Auch der kann das fahren. Nice. Das heißt, wir hätten hier schon mal ein schönes klingonisches Angriffsgeschwader, mit dem wir Trouble verursachen können, finde ich. Und das sollten wir auch machen. Tut die Föderation schon was? Nee, die Föderation hat aber schon mal so ein paar... Den da würde ich ja gerne angreifen, hier unten, ne? Gleich den an. Relativ weit von da oben weg. Hier unten hast du auch noch so ein paar Dilithium Miner und ein Dilithium Freighter. Die wollen nach da unten runter. So, was? Wir versuchen da mal. Boah. Da runter zu springen. Go there! We have a new ship for the fleet. Hier ist ja nichts in der Mitte. We have created a new weapon. Dilithium Miner, da ist der Dilithium Freighter. Boah, so ein kardassianischer Frachterpott hier. Der ist wie gemacht für einen klingonischen Überraschungsangriff, würde ich sagen. 1, 2, 3, yeah, baby. You honor my house. Boah, sieh nix. So, Leute, jetzt müssen wir mal gucken hier. What? Destroy them. You honor my house.
created a new weapon. What? On my way. Ich würde sagen, das war sehr. We have created a new weapon. We have created a new weapon. Da haben wir mal so einen kardassianischen Frachter weggedübelt. Und jetzt bringen wir hier hoch. Go there. Zu diesem Frachter. We crave battle. Ja. My crew is prepared. Kapla! Nice. We crave battle. Nice, nice, nice. Okay, ist natürlich fies, ne? Das muss man überlegen. Das hier funktioniert aber auch wirklich nur, weil ich die Dings ausgestellt habe. New heading. Also angestellt habe, besser gesagt. Ne? Also die Nebel des Krieges ausgestellt. Man sieht alles. Und nur wenn man alles sieht, kann man so einen Angriff hier auch fliegen. Und schon sind wir wieder zu Hause. On my way. Als ob nichts gesehen wäre. Da ist unsere Forscher-Klasse. Klar-Klasse. Da ist die Kraft-Klasse. Es ist die Frage, wo ist unsere... Awaiting your orders. Wo ist unsere Linksklasse? Irgendwo muss die... Da ist noch ein Torpedoturm. Genau. Den will ich auch noch hier zwischenstellen. Zwischen die Werften. Und ich hätte gerne eine neue Heavy Shipyard. Beginning construction. So. Da unten drunter. Abdüsen hier. Also was ganz gut geht, ist, wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dass man einen 3D-Raum um sich herum hat, da ist die Mac war. Okay, die kann sich nicht mehr tarnen. Schade. So, mehr Watcher-Klassen hier. Und wir hätten gern noch so ein paar... Oh, was haben wir denn? Reinforcements are coming. Die da nehmen wir mal. So, können wir noch irgendwas bauen hier? Nee, ne? Reinforcements are coming. Haben wir noch was zu entwickeln? Das Mining Upgrade haben wir noch. Na klar, immer her damit. Gold Mining Upgrade und irgendwie hier so ein Tachyon Sensor Ping, aber den Nukdush Jäger, den gibt es halt nicht. A new battle station is complete. So, hier steht. What? Ein Ungetarnter. Der ist getarnt. Der hier kann nicht fahren. Oh, ein paar Schiffe können da nicht. You honor my house. Das ist mal lame hier. Noch. Naja. So, man muss aber echt gucken, dass man seine Schiffe wiederfindet. So, wir wollen noch einen dritten Antrag haben. Hindert ja im Prinzip auch niemanden. Doch, und das Linksfeld, das wir haben. Das hier, Subspace Transceiver. Das Safe Zone to Engage Warp Engines. Ich glaube, das Ding verhindert auch, dass wir... jetzt mal anklicke. Kann ich das anklicken? Nicht du, Bruder. We have a new ship for the fleet. Dena. Ich glaube, das hier ist auch gleichzeitig das Feld, wo man nicht reinkacheln sollte, weil das sofort Schäden gibt und man rausgerissen wird aus dem Warp. Das spätestens dann sieht man jemanden kommen. Das sollte man also vermutlich haben. Oh, guckt euch das an hier. Beginning construction. Da fliegt eine Flotte los. 1, 2 Sabers, 2, 4, 6 Defiant Klassen, 1, 2, 3, 4 Norway Klassen, 1 Steamrunner, 2 Intrepid Klassen. Nice. Und sie bauen noch mehr nach. Gut, aber ich, ganz ehrlich, ich würde euch Warp-Antrieb empfehlen. Bis ihr da angekommen seid, ist das Spiel vorbei. Wobei, ich glaube, die Klingonen haben gar kein Artillerieschiff, oder? Habe ich das übersehen? Kittinger. Normal. Disruptor Cannons und Torpedos. Disruptor Cannons und Torpedos. Torpedos? Und kann entern.
Repulsion Wave, Torpedos, Disruptors, Disruptor Pulses. Heavy Disruptor Beam? We have a new ship for the fleet. Disruptor, Disruptor Pulse, Torpedo, Heavy Disruptor Beam, Disruptor Cannons, Torpedos, Disruptor Pulses, viele Disruptors und Torpedos. Das ist ein Subsystem. A new battle station is complete. Subsystem? What is it now? Okay. Keine Ahnung. We have a new ship for the fleet. Ready so. For battle. Reinforcements are coming. My crew is prepared. So be it. Kappa! Da sind noch zwei von unseren guten Bird of Preys. Ja. Ford Class Bird of Preys, ich weiß. So, ich hätte gerne irgendwie noch ein paar Disruptor und Torpedotürme. Bauen wir die mal. Ein Disruptor Tower. We have created a new weapon. So, mal gucken, was da was aus. So, Arm mitten rein. Beginning construction. So, du bist auch ein Disruptor Turret. Disruptor Turret, Disruptor Turret. Da ist ein Torpedo Turret. Den stellen wir hier an die Seite hin. Plus. Und dich stellen wir mal oben so hin. Station construction has begun. So, sehr gut. We have a new ship for the fleet. So, kann ich dir noch so ein Ding geben? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ihr ignoriert ja meine Sammelpunkte irgendwie immer. So, wer bist du? Gerade fertig geworden, würde ich sagen. So. Ich hätte gerne ein paar Sukiyaks. A new station is complete. 1, 2, 3, 4. Beginning construction. Achso, ich hatte schon welche. Hat es noch keinen. Reinforcements are coming. Okay, die bauen gerade noch eine Watcher-Klasse. Watcher-Klassen braucht man auch einfach. Das sind die klingonischsten Schiffe. Also zusammen mit Bird of Praise natürlich. Bird of Praise, Watcher-Klasse, Gedinger-Klasse und Nekvar-Klasse. Mehr als diese vier Schiffe braucht man eigentlich gar nicht. Watcher, Gedinger, Nekvar, Bird of Prey, also Berell, Kefort, die ganzen Dinger da. Wobei ich muss sagen, ich habe mich jetzt auch mittlerweile sehr an die Raptoren gewöhnt. Das sind auch ein paar schöne Schiffe. So be it. Move us there. Muss man sagen. Die gefallen mir auch sehr. So, haben wir irgendwas? Ja, die Föderation. Da sind so ein paar Dinger. Da sind Sonden. Achso, da ist. Die Dominion-Flotte ist auf dem Weg. Oh, guckt euch das da an. Leute, ich sehe Beute. The Lithium Miner. On my way. Mohohoho. You honor my house. Ready. We have a new ship for the fleet. Yo. Give me more power. Reinforcements are coming. We have a new ship for the fleet. New battle station is complete. Das ist schon nervig, wenn man so einen klingonischen Angriffstrupp irgendwo drin hat. Das sehe ich ein, ja. We have a new ship for the fleet. So. Rednaught Shipyard. Dominion Outpost. Da sind auch ganz viele Dilithium Miner. Dominion Shipyards, Repair Ships. Ist da was? Glaube. Wir gucken mal. Ja, dass wir irgendwie hier oben hin. Ich hoffe, wir kacheln da jetzt nicht mitten in deren Systeme rein. In deren Boje. On my way. What? So, beidrehen.
Denn ich habe durchaus vor, mir mal auf seine Haupt-Dilithium-Anlage einen Angriff zu verüben. Das war noch ein Heavy Cruiser, aber ich glaube, der kann gar nicht so schnell schießen. Das ist ein Construction Schiff, Repair Ships und der Großteil seiner Flotte dürfte gerade woanders sein. Heavy Shipyard, Dreadnought Shipyard, Shipyard. Oh cool, die haben drei Shipyards. Und die Dreadnought Shipyard wird gerade erst gebaut. Ah! Hm. Naja. So, was haben wir hier? Heavy Shipyard. Wir haben eine zweite Nekvar-Klasse. Die bauen noch. Da kommt dann mal Achso, die können gerade gar keine Subjects mehr richten. Na gut. Beginning construction. So. Watcher-Klasse. Watcher-Klasse. Dankeschön. Hier kriegen wir noch ein paar. Whatever. Bauen wir mal zwei Stück von. Gut. So, und wie sieht's aus? Sind wir in Angriffsposition? Ich glaube, wir sind in Angriffsposition. Nee, warte, wo sind die Minen? Da sind die. Da bin ich. Da sind die Mining-Chips. Da sind die Mining-Chips. Was macht der denn da? Sieht er mich kommen? Etwa? You honor my house. Fire all weapons. What? You honor my house. Verantwortung echt nicht. What? Muss ich so sagen. Oh, sein Construction Ship habe ich auch gleich erwischt. So, der Außenposten kriegt auch schon gerade ein bisschen Schaden ab. You honor my house. Okay, sind doch alle da. Sind tatsächlich noch alle da. Ja, die kriege ich in drei Repair Ships auch noch durch. Da hinten steht die ist nein. Cool. Wie geil ist das denn? Mal gucken, ob wir den Heavy Cruiser hier mit einkriegen. Bisher ist ja nicht viel passiert. Also 98, 84, 100%, 87%. Bisher ist bei meinen Schiffen noch nicht viel passiert oder kaputt gegangen. Kommt seine Flotte eigentlich zurück? Galor-Klassen? Nein. Oder? Da oben ist die Föderation. Hier unten das Dominion. Und sie haben hier Sonden hingeschickt, ja. Nee, Scout-Ships. Wir haben Scout-Ships stehen. Reinforcements are coming. Ich glaube, es hackt. We have a new ship for the fleet. So, wir werden ausspioniert, Leute. Seid ihr? Beginning construction. We crave battle. We will drive them before us. Dahin bitte. So, was ist das hier? Ready to fight. Subjects. Ja. Let us all make Subjects. War. Stellen wir mal nach draußen. Increase power to engines. Da haben wir noch einen Megwar gewonnen. Sehr gut. Noch irgendwas, was hier so rumsteht und gammelt? Nö, ne? Warte nicht. Let us serve. Das ist ja nervig.
hält das denn nicht aus? Ach, da ist ein anderes Repair-Ship. Das ist ein liebes Repair-Ship dabei. Okay, das ist jetzt... Dafür habe ich eine zu kleine Flotte. Hier muss man schnell mal angreifen und gucken, dass man was los wird. Das schaffe ich jetzt an dieser Stelle nicht. Das heißt, wir werden den Angriff abbrechen und uns zurückziehen. Okay, einfach zurückziehen. Nichts leichter als das. Schaden haben wir auf jeden Fall eine Menge verursacht. Wir haben die komplette Minenoperation vom Dominion auseinandergenommen. Bei den Cardassianern dürfte das nicht so einfach sein. Hier ist der Outpost, die haben da noch ein paar Flottenschiffe dabei. Hier steht allgemein noch eine halbe Flotte um. Und hier oben ist, glaube ich, genau, hier oben sind seine Dilithium Miner. Das Einzige, was geht, ist, dass wir bei den Cardassianern hier unten oder hier die Dinger blockieren, wenn wir sie sehen. Ich glaube nicht, dass wir damit mehr schaffen werden. So, dann hüpfen wir da mal raus. Und zurück nach Hause. Seid ihr jetzt hier? Sukiak seid ihr? Ready to fight. Strike swift and sure. Muss mal das Ding da oben schnappen. My crew is prepared. So, ist das der falsche? Die müssen wir. So. Sobald wir können, werden wir auch springen. Aber der Warp-Antrieb muss leider erst laden. 30 Sekunden Ladezeit für den Warp-Antrieb. Damit kann man nämlich nicht von einem Moment zum nächsten überall hin jumpen, sondern man muss sich das gut überlegen. So. Sowas? Reinforcements are coming. Wir machen das mal. Mal gucken, ob der hier sowas kann. Aber ich glaube, wir haben einfach keine Bomber. We have a new ship for the fleet. Nee, ich glaube, leider kann der das nicht. Aber ansonsten wäre es ein ziemlich cooles Ding. We have a new ship for the fleet. Da ist er. Ready to fight. Watcher-Klasse. Sehr gut. Die können hier zu unseren Schiffen zurück. Kann noch irgendwo irgendwas stehen? Oh, ich glaube, ich soll das mehr gegen den Planeten drehen. Ja, gegen den Planeten sieht man ein bisschen mehr. Was unsere Angriffsflotte. Sehr gut. Und eigentlich... Was bist du denn? Achso, das kommt gerade ins Schiff. Eigentlich müssten wir dieser Flotte hier entgegentreten. Was ist das hier? Zweite Flotte der Föderation. Mit Nebula-Klasse. Ja. Haben die noch was hier? Da stehen zwei Sovereign-Klassen. Eine Nebula-Klasse. Okay, das ist scheinbar deren Verteidigung. Da unten sind Bugships. Ich glaube, wir sollten einfach mal dieser Dominion-Flotte hier, die gerade auf dem Rückzug ist, entgegentreten und die vernichten, oder? Bin ich jetzt stark dafür. Das heißt, wir holen uns jetzt mal eine... Kann man eigentlich einen zweiten? Ja, man kann. Oh, wie nice. So. Also, die 1 plus den da und vor allen Dingen auch plus unsere Sukiak. You honor und my eine house. Neckbar. Yep. Das ist Level 2 hier. Und jetzt jagen wir mal. Oh, ich weiß nicht, wo die sind. Es gibt keinerlei Punkte. Ich habe keine Ahnung, wo die Jungs da unten sind. Das ist richtig bitter. Give me more power. Sieht gut aus? Nein. Lange nicht. Also hier irgendwo. Da unten. Go there. Das ist zu tief. Boah, diese Peilung hier ist aber auch echt nervig. Okay, das ist weit weg. Was da? Go there. Auch nicht. Aber das ist immerhin schon mal ein Anfang hier. Egal, wir springen jetzt mal ins Blaue rein. Zack, da runter. Oh, warte.
Das war gut. Oder? What? Wo sind wir denn da? Tekonkiku. Hauptsache, das war richtig gut. Na, das war mal ein Volltreffer hier, was? Fire all disruptors. So, aber für heute sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Eigentlich habe ich die schon lange überschritten. Von daher, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin, euer Panemetz Zensis.